Hallo zusammen. Im heutigen Video zeige ich euch ein Interview mit unserer lokalen Abfallentsorgungsstelle, also mit einem Mitarbeiter der lokalen Abfallentsorgungsstelle, welcher sehr bereitwillig Auskunft gegeben hat, wie das funktioniert mit Lipo-Akkus und auch anderen Energieträgern im Allgemeinen. Der Einfachheit halber wurde das Interview auf Schweizerdeutsch geführt. Ich habe es jedoch auf Hochdeutsch übersetzt und wenn ihr das gern lesen möchtet, müsst ihr bei YouTube unten rechts im Video die Untertitel für Deutsch aktivieren. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Brings für die freundliche Unterstützung und Auskunft und hoffe, euch gefällt dieses wirklich sehr informative Video. Viel Spaß! Wir sind hier im Brings, im Herzogenbuchsee, in der Abfallentsorgung. Und ich bin hier zum Thema Lipo-Batterien, wie dass man die korrekt entsorgt und was dann mit denen passiert. Wollt ihr kurz das Brings vorstellen? Gut, mache ich. Wir sind hier in Brings, Herzogenbuchsee. Das ist seit gut einem Jahr jetzt offen. In der Schweiz gibt es rund 13 solche Hallen, die genau gleich aussehen, wo Abfallnahmestelle sind für jeglichen Abfall, wo es ganz, ganz wenige Ausnahmen gibt, die wir nicht nehmen. Ein Punkt, wo wir dazu jetzt Stellung nehmen können, ist die ganze Batteriegeschichte, wo viele Unklarheiten sind, wo man vielleicht ein bisschen ausführen kann, was da genau passiert mit den Batterien. Ich bin hier frisch dazugekommen als Quereinsteiger, habe Ausbildungen gemacht in Herzogenbuchsee bei der Brings selber, wie das hier läuft, wie es funktioniert, dass es allen Orten etwa gleich ist. Zusätzlich habe ich Ausbildung bei der Altola für Chemieabfälle und Batteriegeschichten, dass zum Teil auch schon recht gefährliche Sachen kommen, was wir wissen müssen, wie das Vorgehen ist, eben auch entsprechend mit den Batterien. Das ist sehr gut. In diesem Fall ist eine Lipo nicht einfach eine normale Batterie? Nein, bei Gott nicht. Nein. Das sind riesige Energiepäckchen, Lithium-Polymer-Batterien mit einer riesigen Energiedichte, die eine schlechte Eigenschaft haben zusätzlich. Es wird ein Gas entwickelt, wenn sie überladen werden, wenn sie kaputt sind, gibt es eine Gasentwicklung drin. Das hat zur Folge, dass die Batterien, haben Sie es zeigen vielleicht? Die hier, dass die Batterien, wir sagen einfach denen, brauchen sie. Das heisst, die sind gasdicht verpackt, die ganzen Zellen, und die ist jetzt kaputt, überladen worden und hat, ist kaputt und hat das Gas entwickelt drin, was gemacht hat, dass es aufgebläht hat. Das Problem daran ist jetzt, das Gas, das drin ist, extrem entzündlich. Das brennt einfach gerade. Also wenn man es auftut und das Gas rauskommt, bei der Beschädigung können Funken entstehen und dann brennt es. Also der Funken entzündet das Gas? Der Funken, der bei der Beschädigung entsteht, der entzündet einfach das Gas. Und das ist unweigerlich, dass sie brennt. Und das ist das, wo nachher das Teil ist zwar interessant für eine riesige Energiedichte, aber eben hat gewisse Sachen, die man eigentlich wissen müsste, wenn man mit diesem Teil umgeht. Also ich glaube auch, das Löschen, ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, das Löschen ist auch sehr schwierig, weil es eine Gelenart ist, die nachher brennt, da Wasser drüber leeren bringt nichts, es läuft drüber ab läuft und hat keinen Effekt. Also ja. Wenn ich das richtig gesehen habe oder gelesen habe, ist das Beste eigentlich Sand. Sand, ja. Also das ist einfach das, was man daheim hat. Genau. Ich meine, ja, daheim, das ist das eine daheim. Ich meine, das Gefährliche ist ja von einem Teil, die meisten also Flugzeugmodelle oder überhaupt Modelle, die gebraucht wird, hey, brauchen es, stecken das Batterie ein und nachher aus den Augen, aus dem Sinn, dann vergisst man es eine Woche, zwei und dann genau das passiert nachher. Und das Gefährliche ist, wenn man noch weiter überlässt, kann es eben sein, dass sie dann wirklich aufgehen, dass sie explodieren und dann brennt es und es ist niemand daheim und hat nachher den Erfolg davon. Ja, und sie sind ja auch noch an anderen Orten drin. Also wir haben hier in der Region ja das Problem gehabt, vor, glaube ich, letzten Sommer ist ein Schuppen fast abgebrannt, weil von einem E-Bike Batterie angegangen ist, was am Schluss ja auch ein Lipo ist. Ja. Und ich denke, dort ist die Gefahr auch sehr gross, bei all den Orten, wo die integriert sind, wo die Leute vielleicht nicht realisieren oder nie informiert darüber werden, wie man die richtig handhabt. Ja, wie man sie richtig handhabt. Das ist ja im Prinzip auch die Päckchen hier, die Handhabung von denen ist nicht ganz ohne. Oder? Ich meine, schon der Versand, der Handel, müsste eigentlich schon extrem stark darauf schauen, dass wenn ich so eine Batterie
auf die Post tun oder was versandt wird, dass die entsprechend dann nachher gehandelt wird, oder? Also die so in ein Kartonpäckchen tun mit Luftpolsterung ist eine relativ gefährliche Sache, ein Zeitbömpel. Also wir müssen eigentlich schon schauen, dass sie beim Versand in ein spezielles Kältlinie kommt, wo das für das gemacht ist, wo aber nachher nicht kann brennen drin, gut verschließbar ist. Man kann es aufschauen. Die haben nur am Anfang so gut. Mit der Zeit nicht mehr. Wirklich, man kann sagen, es ist geschützt, es ist nicht brandgefährlich, gehört eigentlich hier rein in Versand. Zusätzlich macht es auch Sinn, wenn man die hier heim lagert, nicht in einem entladenen, nicht in einem vollgeladenen, sondern in einem Dreiviertel. 30 bis 40 Prozent. Ja, also einfach ungefähr halb ist mir, glaube ich, nicht schlecht dabei. Also die meisten, wenn man nicht das Spielzeug fertig gebraucht hat, entladen so auf die Ecke stellen, sondern bis etwa die Hälfte laden und nachher im Prinzip kann man es beim, ich würde es beim Teil rausnehmen und in so einen Sack rein tun und lagern. So. Bis zum nächsten wissen, was sie brauchen, dann laden und im Sack rausnehmen. Transport. Also die meisten, sage jetzt mal, ein bisschen anständige, richtige Modellbauladegeräte können die Batterien ganz klar auf die Storage-Spannung laden, gezielt. Ja. Ja, genau. Das wird auch ganz klar überall empfohlen, dass man das macht. Ja, okay, macht das Sinn, ja. Jetzt, wenn ich einen Akku bringe, zum Entsorgen, zum Fortschießen. Jetzt haben wir einen neuen bekommen, jetzt haben wir den zu Boden gebraucht. Genau, jetzt ist es kaputt gegangen. Sachen, gut, es einfach bei Sachen, bei der Entsorgung auf ein paar Sachen zu achten. Genau. Jetzt hier einen mitgebracht. Das wäre das schlechte Beispiel. Ist das Steckchen noch hier dran? Ist zwar schon geschützt, aber es kann gleich, wenn man nachher mit mehreren zusammen hat, kann es nachher gleich einen Kurzschluss geben, eine Kurzschlussspannung, auf denen relativ riesen Ström zu verfolgen. Also wäre eigentlich gut, wenn ich ein Teil, das kaputt ist, das gebraucht ist, nicht auftue, ja nicht auftue. Aber wichtig wäre, die zwei dicken Leitungen in einer unterschiedlichen Länge abhauen. Nicht in der gleichen Länge und nicht miteinander, das ist noch wichtig. Wenn ich es miteinander zusammenklemme, gibt es einen Kurzschluss und dann polt es. Einfach unterschiedliche Länge und nach Möglichkeit die Situation einem Ort vorziehen oder beiden Orten, wenn es noch geht, und sie so bei uns abgeben. Oder wenn es nicht geht, mit dem Führerzieher von Isolation, mit einem Elektrikerkleber. Mit Elektrikerkleber ein umleieren, dass es wirklich nicht Kontakt machen kann. Genau. Dass sie nur durch das machen nicht. Wenn sie bei uns kommt, wir im Brings haben im Prinzip sie so organisiert. Wir haben hier Trockenbatterien, die zu den Batterien nachher gehen, ganz normale. Auf der anderen Seite haben wir Akkupack, die in den Bohrmaschinen sind, die in den Handbohrmaschinen sind. Die kommen hier, das sind Akkupack mit Lithium-Ionen. Hier haben wir Blei-Akkumulatoren. Die haben ganz andere Philosophie. Also da kann nichts, das ist einfach, bei denen das gefährlich ist, Bleisäure, also Salzsäure kann auslaufen. Ja. Der Rest ist nicht mehr gefährlich. Die meisten kommen entladen, tief entladen. Bei denen schauen wir nachher, dass die speziell in ein Fass hineinkommen, wo für das gemacht ist. Das ist ein feuerfester Sack. In diesem feuerfesten Sack kommen die drei und werden nachher mit, wenn zwei oder drei Akkali drin sind, tun wir nachher Vertikulit drüber. Das ist das Material. Das ist ein dämpfendes Material und feuerhemmendes Material, das nachher über die Akkali rüberkommt. Die ganze Schicht. Nachher wird es zugetan. Mit dem Deckel zugetan. Der Deckel, der drauf ist, ist ein spezieller mit einem Ventil, wenn es Überdruck gibt, also gleich einer würde explodieren drinnen, dass der Druck könnte entweichen, es nicht durch das Fass verjagen. Und beim Transport, die das können erreichen, die Altola, die hat das sind Sondergüter, die sie müssen transportieren müssen. Das hat einen Haufen Papierkrieg zufolge. Wir müssen schauen, dass es richtig verpackt ist, dass es als Sondergut deklariert ist. Wir müssen kontrollieren, ob der Lastwagen fahrtüchtig ist. Und erst dann dürfen wir es dem Lastwagen übergeben. Okay. Und dann darf er das Sondergut nachher transportieren.
Also ist eigentlich, wird sehr viel auf die Sicherheit geschaut, von eurer Seite her? Ich meine, wir sind uns dann der Thematik bewusst. Das andere Problem ist, die Haushaltentsorgungsstellen, die einfach die Batterie entgegennehmen, die im Einkaufszentrum die Entsorgungs-, die kleinen Kälte haben, einfach alles reingehängt wird. Und dort ist genau das Problem, dass nachher so bei Trockenbatterien, wenn die jetzt anschauen, die haben ein Metallgehäuse, oder? Jetzt fallen die zusammen mit diesen Ackeln in den gleichen Kübel rein, die fallen in einen grossen Kübel rein, und Kurzschluss und dann bollen sie. Also ich denke, dort müsste man schon irgendwie die Bevölkerung noch ein bisschen mehr darauf sensibilisieren. Was ist das eigentlich für ein Teil, das ich hier in Hang habe? Ja, also eben das führt zu einer nächsten Frage. In diesem Fall ist aus eurer Sicht die Information von der Bevölkerung nicht optimal gelöst. Das Problem ist einfach, wie kann ich das der Bevölkerung überbringen, oder? Dass man noch spezieller muss schauen. Ich sehe auch hier Leute, die kommen, wo haben wir draussen Aludöschen, was ein Glas drinnen ist. Ich sage aber, es ist doch klar, es ist nicht ein Aludöschen, es ist ein Glasgefällt. Und genau das gleiche mit der Batterie, wenn wir die Leute vielfach, wir haben es am Anfang offen gelassen, die Leute hätten selber drin tun können. Da ist irgendeine Batterie drin. Und genau das wollen wir ja nicht. Ja. Oder? Wir das vermeiden und sagen, das sind Trockenbatterien, das sind 8-Kompakt-Bleibatterien und das sind die Lithium-Ionen. Aber es ist ja auch relativ schwierig, als Laie die zu unterscheiden. Ja. Oder? Also die, die es aus dem Modellbau machen, die sollten ihre Batterien kennen. Wenn sie reinkommen, tun wir ja alles reinwägen, was kommt. Da sehen wir schon, und wir können im Prinzip schon mit den Leuten sagen, du bist bewusst mit dem. Du kannst mit dem umgehen. Und das meiste ist klar. Die es nicht klar sind, die neu sind in diesem Gebiet, denen sagt man, lege ich mir sie drauf, wir tun die nachher aus dem und dem Grund in das Fass rein. Damit eben hier innen nichts passieren kann. Das ist sehr gut. Also ich denke, von dem her macht es auf jeden Fall Sinn, die Batterie bei euch zu bringen. Ja, es macht Sinn. Ja, es macht es eigentlich auch nicht zu lieb, der ganzen Philosophie von dieser Batterie. Ich finde, die ist gut. Oder? Die Batterie, wir brauchen Batterien, gäng wie mehr. Mit der die Energiedichte wird gäng wie grösser. Ich denke, neuere Batterien werden noch die grössere Energiedichte haben, wo man noch mehr muss darauf schauen, was passiert mit den Batterien, was sie mal gebraucht sind. Ja, richtig. Noch eine letzte Frage in diese Richtung. Das Entsorgungsgebühr, die wir in der Schweiz haben, auf eigentlich jeglicher Elektronik, schaut ja, dass wir Elektronik eigentlich bei jeder korrekten Abnahmestelle zurückgeben können, dass wir zahlen es schon beim Einkauf. Vorzogene Entsorgungsgebühr, jawohl. Hat nichts mit der Swica Krankenkasse zu tun, übrigens. ist noch so das erste Fettnäpfchen manchmal. Ja. Gilt das auch für Batterien und gilt das auch für Lithium? Ja, genau. Es gibt. Im Moment ist das noch nicht klar getrennt, wie genau die Batterien gehen. Nachher die Batterie in Swimmis, wo nachher die Batterien schnetzelt und wirklich die Materialien, die sie wieder verwenden können, Schwermetall, Quecksilber und so, die sie nachher recyceln können, dass es eben nachher eigentlich in falsche Umlaufbahnen kommt. Also und Bleiackeln sind entsprechend gleich. Oder? Die kommen nachher zu der Altola, wo nachher das Blei, das man relativ gut rausholen kann, wieder, wo man recyceln kann und wieder brauchen kann. Also sollte man die eigentlich auch überall problemlos abgeben können, wo die richtig entsorgt werden? Ja. Bei den Bleiackeln ist halt einfach das Problem, die sind sehr schwer und das Müde mit dem Einkaufskörbchen kann die einfach schlecht mitnehmen. Aber im Prinzip können wir relativ viel. Ja, gerade bei den Lipos ist es schwierig, dass die nicht wissen, wo das ist. Wo das sie es dürfen abgeben oder wo das man es zurückbringen kann. Er sagt mir einfach immer wieder, ja, bring es dort, wo du es gekauft hast, die müssen es entgegennehmen. Das ist grundsätzlich korrekt. Ja. Aber es ist manchmal auch schwierig, je nachdem, wo das man es hat. Wir haben jetzt das Internet, lassen wir jetzt mal grundsätzlich außen vor, was relativ schwierig ist. Ist es doch sehr gut, wenn man noch eine Möglichkeit hat, die neu mehr zu entsorgen. Genau. Aber ich meine, die meisten die kaufen sie irgendwo. Halt in Zürich aus, bei einem Händler, bei einem Ockes, kaufen sie ein Modell und kommen auch hierher. Und dann wegen der Batterie da draussen, oder? Macht auch nicht Sinn, oder? Darum macht das hier schon Sinn. Also ich kann sagen, ich kann wirklich in eine Stelle herbringen, dass das Zeug fachgerecht entsorgt wird. Ja, das finde ich sehr gut. Ja, wunderbar. Von meiner Seite her wären das eigentlich die Fragen. Habt ihr noch Kommentare? Habt ihr noch etwas, oder wollt ihr loswerden zu dem? Ja. Dass die Leute wieder ein bisschen vernünftiger werden
und wieder lernen, ein bisschen schonender mit unseren Naturressourcen umzugehen und halt solche Sachen wieder hierher bringen, wo man das Zeug entsprechend kanalisieren kann und wieder zum Wiederverwertung kann brauchen kann. Dass man nicht alles gängige Verbrennung bringt, wo nachher alles mit den Schwermetall kontaminiert ist und am Schluss hat man einen riesen Haufen mit Sachen, die man überhaupt nicht mehr brauchen kann. Oder? Ja. Deswegen kann ich sagen, Metall ist Metall, das bleibt Metall, das kann ich brauchen. Ah, mich Sinn. Ja. Okay, und ja, sonst, besten Dank für das Interview. Also. Und danke vielmals für die Möglichkeit. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn ich kaputten Apfel habe. Okay, gut, ja. Merci vielmals. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder Kommentar. Falls du gerne weitere Videos von mir sehen möchtest, abonniere doch hier diesen Kanal. Wenn du links unterhalb des Videos die kleine Glocke klickst, dann wirst du auch informiert, wenn ein neues Video verfügbar ist. Merci vielmals, ciao zusammen.